Spiegel TV hat ein kurzes Video, jüdische TikToker in Angst, tut die Plattform genug gegen Antisemitismus? Das kann ich recht einfach beantworten, nein. Das sieht man aber auch auf Instagram und vor allen anderen Plattformen. Wenn jemand sich als Jude zu erkennen gibt, wird er mit Hass überschüttet. Schönes Beispiel ist, Instagram hat Mark Zuckerberg gestern etwas zu Hanukkah gepostet, weil er halt Hanukkah feiert. Er ist ja Jude und seine Frau ist konvertiert. Und jeder dritte Kommentar darunter ist Free Palestine. Das ist klassischer Judenhass, das ist Antisemitismus. Ich weiß ja nicht, was Palästina mit dem Judentum zu tun hat. Warum man so antworten muss auf jemanden, der ein jüdisches Fest feiert. Das ist ein antisemitischer Reflex. Und jeder, der das drunter gepostet hat, ist Antisemit. Ganz einfach. Sogenannte israelbezogener Antisemitismus. Und wer das leugnet, ist ebenso Antisemit. Wir schauen rein. TikTok. Das war anfangs eine Plattform vor allem für unterhaltsame Tanzvideos und Challenges. Ja, und heute ist es eine Seite für nationalsozialistische Inhalt, Fake News und Hassrede. Mit dem Erfolg kamen auch politische Inhalte hinzu. Und spätestens seit dem Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas ist klar, TikTok ist eines der wichtigsten digitalen Schlachtfelder. Virale Terrorpropaganda und eine Welle antisemitischer Kommentare versetzen jüdische TikToker in Angst. The hate we got so bad after the war. It's just we can't do it. It's too much. Ja, aber das ist es. Aber dagegen sagt ja keiner was. Es wird dann immer, ach, man ist voll mutig, sich so eine Palästina-Flagge unter irgendwelche Juden drunter zu posten. Daran sieht man, dass diese Menschen, denen geht es gar nicht um Palästina oder um Gaza oder die Menschen in Gaza. Es sind Judenhasser. Es sind Leute, die sind im Herzen Nazis. Und sie würden Juden töten, wenn sie es könnten. Ganz einfach. Und da findest du auch ganz keinen Aufschrei. Wo sind denn diese Demos gegen Judenhass? Ich sehe keine. Auch auf diesen Palästina-Demos hier in Deutschland. Auf sehr vielen purer Judenhass. Gentlemen, Dankeschön. Und Hitler wird dort verehrt auf TikTok. Gehen Betroffene mit dem Online-Hass um? Und tun TikTok und dessen Mutterkonzern ByteDance genug dagegen? Nein, sie tun nicht genug dagegen. Sie löschen zwar, also wenn jemand zum Beispiel From the River to the Sea dort schreibt, dann wird das schon in Deutschland ausgeblendet, aber sie tun nicht genug dagegen. Es ist so viel, auch ISIS-Werbung, da wird die ISIS-Hymne drunter gelegt. Und die Leute sagen dann, oh, mashallah, du bist Muslim. Nein, du bist IS. Auch in Israel. Einer, der Antisemitismus auf TikTok vielfach erlebt hat, ist Gidon Lev. Der Israeli wurde 1935 als Peter Wolfgang Löw in der Tschechoslowakei geboren, überlebte als jüdischer Junge das KZ Theresienstadt und wanderte später nach Israel aus. Seit einigen Jahren engagiert sich Lev gegen Judenhass und Holocaustleugnung. Vor allem durch seinen TikTok-Kanal haben ihn hunderttausende Follower kennengelernt. Mal ging es da um Gidons Spaß am Tanzen. Ja, und Antisemiten haben nichts Besseres zu tun, als drunter zu spammen. Und regelmäßig auch um die Fragen seiner oft sehr jungen Zuschauer. Zum Beispiel, was ist eigentlich Antisemitismus? Good question. I think it is about fear and hate of Jews. Why? Because they're a bit different. They have a different religion. I guess I could just make another copy. It's not in. Holocaust-Aufklärung, niedrigschwellig und einfach zu konsumieren. Ein Erfolg. Allerdings mit einer Schattenseite, Hassnachrichten. Die erhielten Gidon Lev und seine Partnerin Julie Gray, die seine Social-Media-Aktivitäten managt, von Anfang an. Das zeigte sich bei unserem ersten Interview im Herbst 2022. On TikTok, somebody says to us, Juden controls banks, so why are you guys so stingy on money, Kike? That's on TikTok. Und das wird auch nicht gelöscht. Also TikTok macht da ganz gezielt nichts, weil diese Hassrede Reichweite bringt, dadurch Werbeeinnahmen. Und
auch als Liberaler sage ich, TikTok gehört entweder milliardenschwer bestraft oder verboten. Denn es hat überhaupt keinen Mehrwert außer Hassrede. TikTok ist aktuell überwiegend Hassrede. This is what we see every day. And what do we answer him? We're not going to answer that person. That person doesn't get an answer. They don't deserve it. That person deserves to be reported to TikTok. Doch genau dieses Reporten, also das Melden von Inhalten, funktioniert null. Die gegen die Regeln der Plattform verstoßen, funktionieren nicht, sagen Gray und Lev. The reporting system of ByteDance is broken because I can report and I have so many receipts I could share with you. Hundreds of comments or content that was anti-Semitic that TikTok says, no, that's fine, and they leave it there. Julie Gray zeigt... Ja, es ist ungefähr eine Einstufung, wie sie bei Harvard passiert. Dort darf man sich nicht gegen Gendern äußern, dafür fliegt man von der Uni. Aber wenn man sagt, es braucht einen Holocaust an den Juden, dann muss man den Kontext ja sehen. Und Screenshots, die geringe Erfolgsquote ihrer Beschwerden veranschaulichen Krass. Sollen. Aber ich kenne das. Das sind, man muss natürlich wissen, wie man meldet. Ich habe mittlerweile eine Möglichkeit, wie man richtig meldet. Und 95% meiner Meldungen werden auch durchgesetzt an Sperren. Darüber hinaus könne sie belegen, dass TikTok ihre eigenen Inhalte sperre. Ja, das habe ich bei mir genauso. Ich hab ein Video, was sehr viral gegangen ist, was sich gegen Judenhass ausspricht. Das ist gesperrt worden, weil es gegen die Guidelines verstoßen würde. Und ich habe da Beschwerde eingelegt und TikTok sagt, nein, wenn du dich gegen Judenhass einsetzt, dann wirst du bei uns gesperrt. Dieser Post zum Beispiel, der den Terror der Hamas verurteilt, wurde entfernt. Begründung, ein Verstoß gegen die Community-Regeln. Etliche jüdische TikToker würden aber noch auf andere Weise gehindert, ihre Inhalte zu veröffentlichen, so Gray. People who don't like Jewish content creators report and have all their friends report an account over and over again. They pile on and have 50 people report your whole account. Not a comment or one video, but your whole account. And then that account gets banned. It's just taken down. Strategien, die es auch auf anderen Social-Media-Plattformen gibt. This is a good one. Warum aber eskaliert der Antisemitismus im Moment besonders auf TikTok? Ja, aber diese Art der Massenmeldung, das gibt es ja auch bei Instagram. Die haben ja einen Bug drin in einer gewissen Meldeart. Das wissen manche. Den brauche ich jetzt nicht erklären. Da hat zum Beispiel auch dieses Umfeld von Shoyoka einfach eine Frau, die sachlich kritisiert hat, zum Schweigen gebracht, weil diese Bubble meinte, die Frau soll die Schnauze halten, sie hätte kein Rederecht. Da wurde ihr Account gelöscht. Und ich habe dann interveniert, weil das frauenfeindlich ist. Das ist ja das Umfeld von Shoyoka, hat ja auch eine extreme frauenfeindliche Komponente. Dann wurde der Account wiederhergestellt. Tipfer, Dankeschön für den Sub. Der Algorithmus von TikTok ist primär darauf ausgerichtet, dass die Leute möglichst viel Zeit vorm Handy vor der App verbringen. Das wiederum kann natürlich schon dazu führen, dass besonders polarisierende oder teilweise auch besonders krasse oder Inhalte, die es auf anderen Plattformen nicht gibt, sich besonders weitreichend verbreiten. Wir fragen bei TikTok nach, wie geht man mit den Vorwürfen jüdischer TikToker um? Die schriftliche Antwort, das Unternehmen habe seit Oktober 1,6 Millionen Videos wegen Hassrede entfernt. Ja, genau. Aber es gibt nicht 1,6 Millionen Videos, sondern es gibt wahrscheinlich um die 50 Millionen Videos von Hassrede. Und dann deswegen sind die Entfernungen lächerlich. Und weiter? TikTok ist entschieden gegen Antisemitismus und wir hören der jüdischen Community und der Zivilgesellschaft aktiv zu. Das wäre mir neu. Also ich krieg davon nichts mit. Gehört fühlen sich Julie Gray und Gidon Lev nicht. Obwohl TikTok auch ihnen persönlich immer wieder versichert hat, etwas gegen den Antisemitismus tun zu wollen. I have lost my trust in this company completely. My patience and my trust. We're not leaving TikTok because of the hate, although because we're used to it. We're used to it, sad to say. We're leaving it because I believe ByteDance is acting in bad faith. For whatever reason, I don't know. But I do not trust anything they say anymore. TikTok hätte laut Experten durchaus noch mehr technische Möglichkeiten, Hasskommentaren etwas entgegenzusetzen und den... Ja, das war ja auch wieder klassischer Antisemitismus. Auch wieder,
mit dieser Person am Boden, als ob sowas in der Form darum geht. Es ist halt Unsinn. Propagandakrieg auf der eigenen Plattform zu entschärfen. Man muss ja fairerweise sagen, TikTok macht schon recht viel. Sie löschen sehr viele Beiträge, die gegen ihre eigenen Richtlinien verstoßen. Sie haben auch so zum Beispiel Warnhinweise angebracht, dass es sich um sich schnell verändernde Ereignisse, wie es etwas ungelenk heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Israel-Gaza-Krieg etwas suche. Allerdings reicht ja so ein Warnhinweis alleine nicht aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Schieferkrankenhaus suche, was ja der viel naheliegendere Begriff ist, dann steht der Warnhinweis da schon nicht mehr. Julie Gray. Genau, und da kamen dann auch diese ganzen Fake News, unter anderem durch TikTok. Und dadurch gab es die Ausschreitungen weltweit durch dieses Al-Shifa-Krankenhaus und auch das Al-Ali-Krankenhaus mit diesen angeblichen 500 Toten. Mittlerweile weiß man im Detail, dass Israel unschuldig ist. Interessiert nur gar keinen. Es gibt immer noch Leute, die glauben das nicht. Ich glaube, selbst wenn der Hamas-Sprecher sagt, wir waren es, sagen die Leute, nee, die Juden. Und Gidon Leff haben sich entschieden, ihren TikTok-Account zu löschen. Ihren Kampf gegen Antisemitismus und Holocaust-Leugnung wollen sie aber online fortsetzen. Weiterhin unter dem Namen The True Adventures, aber in Zukunft auf anderen Plattformen. Ja, also man muss ja schon sagen, da ist Instagram schon besser, auch wenn, obwohl Instagram halt auch große Fake-News-Seiten hostet. Dieses Ion Palestine zum Beispiel ist eine so krasse Fake-News-Seite. Die waren kurzzeitig gelöscht und wurden sie sogar verifiziert. Die haben das wahrscheinlich gekauft. Das ist schon dreist, dass man auch so ein Tariq Bae, dass man solche Leute überhaupt online lässt. Normalerweise müssen die wegen Hassrede und Fake-News dauerhaft gesperrt sein, weil sie so oft enttarnt wurden als Lügner. Nun ja, schreibt eure Meinung drunter.